Am 16. Mai 1916 besiegelten die britischen und französischen Diplomaten Sykes und Picot ein Geheimabkommen, welches den Nahen Osten in eine britische Zone und eine französische Zone aufteilte. 1920, vom 19. bis zum 26. April, fand im italienischen Sanremo eine Konferenz statt, die die Aufteilung des Osmanischen Reiches zurückgehend auf das Sykes-Picot-Abkommen endgültig besiegelte. Als Folge des Sykes-Picot-Abkommens wurden ganze Stämme getrennt zwischen Irak und Syrien, die bis heute die territorialen Grenzen eines Nationalstaates nicht anerkannt haben und nicht anerkennen werden. Der Bedarf des Westens nach billiger Energie feuerte die Konflikte zwischen den Stämmen an und brachte Autokraten hervor, mit denen der Westen willig zusammenarbeitete, solange das Öl floss. Die Revolution im Iran 1979 beendete den Traum des Panarabismus und initiierte den Beginn des Islamismus, gefolgt von der Agenda des schiitischen Halbmonds. Als Folge entbrannte ein bitterer Kampf zwischen Schiiten und Sunniten mit dem Iran und Saudi-Arabien als Hauptzentren um die Macht in der Region, der bis heute anhält. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 1989 beendete den Kalten Krieg und markiert den Beginn des sogenannten asymmetrischen Krieges mit dem Islamismus als neues Feindbild. Die Anschläge am 11. September 2001 auf die Zwillingstürme New York markierten den Beginn einer neuen Phase des asymmetrischen Krieges. Der völkerrechtswidrige Einmarsch in Irak 2003 legte den Grundstein für die Gründung der Al-Qaida-Irak-Organisation und führte im späteren Verlauf zur Gründung des Islamischen Staates. Der Islamische Staat entwickelte die Ideen von Al-Qaida-Irak weiter und digitalisierte den asymmetrischen Krieg und überflutete den Westen mit Bildern des Terrors und der Gewalt. Und wieder einmal war ich unterwegs im Nahen Osten, in Syrien und Irak, um zu begreifen, was für Folgen der Krieg für unsere Gesellschaften im Westen hat. Manche dieser Freunde leben nicht mehr. Ich heiße unsere Zuschauer heute willkommen zu unserem dritten Polit-Talk im wunderschönen Bayern, ein bisschen verregnet, während des aktuellen Bundestagswahlkampfes. Und Kampfes können wir tatsächlich auch sagen, wenn wir das heutige Thema der Runde betrachten. Afghanistan 2.0, wie sieht Europas Zukunft aus? Als Gäste darf ich begrüßen Christian Rucker, Jahrgang 1988, studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der FU Erlangen-Nürnberg. Hierbei lag sein Fokus auf Militärgeschichte, internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Sicherheits- und Verteidigungspolitik, internationale Wirtschaftsbeziehungen und außereuropäische Regionen, Südostasien und Nahe Osten. 2016 schloss er das Studium mit dem akademischen Grad Master of Art ab. Seine Masterarbeit widmete sich dem Thema Krisen und Kriegsanatomie im 21. Jahrhundert.
asymmetrische und hybride Konflikte in einer multipolaren Weltordnung und veränderten sicherheitspolitischen Lage. Während seines Studiums ging er verschiedenen Tätigkeiten nach, unter anderem als Werkstudent für die Bereiche Kommunikation sowie Politik und Regierungsangelegenheiten bei Airbus Helicopters und der Eurojet Turbo GmbH. Von 2018 bis 2020 war Christian Rucker in Berlin beim Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik e.V. beschäftigt. Dort war er unter anderem mit den Themenschwerpunkten innere zivile Sicherheit, militärische Energieversorgung und maritime Sicherheit betraut. Seit Anfang des Jahres 2020 arbeitet Christian Rucker als Business Development Manager im Bereich Defense und Security für den Münchner Brennstoffzellenhersteller SFC Energy AG. Hierbei behandelt er vor allem die Bereiche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Deutschland, Schwerpunkt Militär, Bundeswehr sowie Kooperationsprojekte im B2B-Bereich. Ferner bildet er bei SFC Energy den Ansprechpartner für den Bereich Political Affairs, Government Relations. Seine außerberuflichen Interessen und Beschäftigungsschwerpunkte umfassen unter anderem die Bereiche Hybrid Warfare, Drohnen und digitale Technologien. Christian Rucker ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Willkommen bei uns, Christian. Herzlichen Dank. Zu meiner rechten schräg gegenüber, Maximilian Feldmann, 1991 in Belarus auf die Welt gekommen und kam 1998 nach Deutschland. Er ist Orientalist, Religions- und Kulturwissenschaftler. Fachgebiete: internationaler Terrorismus, Nahost- und Russlandpolitik, Radikalisierungs- und Antisemitismusprävention, Studium an der Martin-Luther-Universität Halle, Wittenberg, Ben-Gurion-Universität des Negev in Israel, Ludwig-Maximilian-Universität München. Der Familienvater beherrscht fließend Deutsch, Englisch, Russisch und Hebräisch. Grundkenntnisse in Französisch und Arabisch sind vorhanden. Aktuell Referent und Projektleiter bei der Europäischen Janusz Korczak Akademie mit den Schwerpunkten Prävention und Radikalisierung, Rassismus und Antisemitismus und interreligiösen, also interkulturellen Dialog. Max Feldmann ist verheiratet, hat ein Kind und gehört der jüdischen Konfession an. Willkommen. Ist mir näher. Zu meiner Rechten Florian Osner, Niederbayer und Diplom-Volkswirt mit internationaler beruflicher Erfahrung in einem US-Technologiekonzern, Abitur, Grundwehrdienst bei der Luftwaffe, 2000 bis 2005 Volkswirtschaftslehre an der Universität in Regensburg, als auch in Göteborg, in Schweden, mit 3 Geschwistern auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, römisch-katholisch, verheiratet, 2 Kinder. Ehrenamtlich beim THW und der örtlichen Feuerwehr, packt auch mal selber an und fährt Traktor. Könnte ich selber begutachten, habe ich selber gesehen. CSU-Kreisvorsitzender Landkreis Landshut, stellvertretender CSU-Bezirksvorsitzender in Niederbayern, seit 2013 für die Region Landshut-Kelheim im Bundestag, mag asiatische Küche und italienisches Eis. Lieber Florian, zum dritten Mal willkommen in der Runde. Sehr gerne, herzlichen Dank. Wir haben eingangs ein kleines Statement von mir gesehen. Das Video habe ich gedreht, als ich 2019 in Syrien, im Irak war, für eine Produktion. Und mir war es in diesem kurzen Statement wichtig, einfach zu erläutern, weshalb wir inzwischen all diese Konflikte haben, die letzten Endes die europäische Sicherheit tangieren, die uns betreffen und auch den Bürger und die Bürgerinnen so aufwühlen, wenn es vor allem um Afghanistan geht, aber auch um eine neue Art der Kriegsführung. Beginnen wir doch allerdings von Anfang an mit der Situation vor über 100 Jahren, gab es ein Abkommen zwischen den Briten und Franzosen, das sogenannte Sykes-Picot-Abkommen, und dieses bewirkte etwas in der gesamten Entwicklung des Nahen Ostens, übergreifend auf andere Regionen dieser Welt, wie zum Beispiel Stammeskonflikte in Afghanistan. Hier bitte ich Max, uns die Thematik ein bisschen zu erläutern und die Konsequenzen des Sykes-Picot-Abkommen auf die heutige Welt und Situation. Ja, vielen Dank, Simon. Das ist ein wesentlicher Punkt. Das Sykes-Picot-Abkommen war eigentlich einer der größten Bluffs der politischen Geschichte, der Menschheitsgeschichte. Man kann sagen, wenn man einen Vergleich zieht zu heute, war das wirklich der erste Bluff des Westens gegenüber der östlichen Welt. Es wurden mehrere klare Versprechen gebrochen, die die Briten an die arabische Nationalbewegung gemacht haben, nämlich die Errichtung eines arabischen Großstaates. Das wurde dann mit diesem Abkommen an die Franzosen verraten, was auch ein Bluff an die Franzosen war, denn Mark Sykes, einer der Unterzeichner, kannte die Gegend
dort sehr, sehr gut. Er hatte ihn analysiert und er wusste, wo, in welchen Regionen sich mehrere Konfessionen aufhalten, mehrere Stämme, mehrere Völker aufhalten. Und er wusste, das ist ein ziemlich heißes Eisen. Und das hat er sehr eleganten Franzosen gegeben, die da auch mitmischen wollten. Die Konsequenz war, dass nach dem Ende der, oder nach dem Sieg über das Osmanische Reich, als die Regionen zerteilt wurden und Großbritannien sowohl der arabischen Nationalbewegung, der jüdischen zionistischen Nationalbewegung Länder versprochen hatte, die insgeheim auch bilaterale Abkommen hatten und durchaus miteinander gut auskamen. Das ist von heutigen Konflikten ist sehr wichtig, das nicht zu vergessen. Aber diese britische Entscheidung, einfach dieses Land plötzlich europäisch aufzuteilen, war ein großer Schock für die Menschen damals. Das war ein Bruch mit den Versprechen. Zudem haben die Franzosen darauf gepocht, dass sie dieses Land bekommen. Das, was die Briten ihnen untergejubelt haben, nämlich was wir heute als Syrien und den Libanon kennen. Der Libanon wurde dann von Franzosen künstlich erschaffen, um dort einen christlichen Mehrheitsstaat zu haben. Und davor, dass Syrien, das kurzzeitig entstanden ist als arabischer Staat, wurde von den Franzosen gestürzt. Das alles war ein Beschleuniger für eine gewisse Tendenz, die in der muslimischen Welt lange Zeit vorhanden war. Diese Tendenz begann zum zweiten Mal, das erste Mal 1258 mit dem Mongolensturm, Zerstörung Bagdads, aber zum zweiten Mal mit der Landung Napoleons 1798 in Ägypten, einem kleinen Heer. Napoleon schlug die einstigen Bezwinger der Mongolen, nämlich die Mamluken, vernichtend. Mit einer neuen Technologie, mit Gewehren, mit Kanonen, das kannten sie dort nicht. Und die Frage war, wie geht man damit um? Da kamen mehrere Ideen. Einerseits eine Westernisierung, eine Modernisierung der Gesellschaft, eine Art, was wir als Reform-Islam kannten. Aber eine andere Antwort war back to the roots. Wir gehen komplett zurück. Das ist das, was man als Salafia nennt. Zurück zum Altvorderen. Die Idee war, man muss so leben wie damals, wie zur Zeit des Propheten Mohammed, zur Zeit der ersten Kalifen. Und nur wenn man den Islam so rein hält, dann kann man wieder an die Spitze zurück. Denn der Anspruch der muslimischen Welt, das ist oft was vergessen wird, ist es, an der Spitze zu stehen. So, und jetzt gibt es mehrere Vertreter, die sich darum gestritten haben, wer hat die beste Idee dafür. Wer kann am besten diese Ungerechtigkeit, die die Europäer gebracht haben, wieder rückgängig machen und diese arabisch-muslimischen Länder befreien. Wir müssen verstehen, dass es ein Konzept gibt, das heißt Dar al-Islam. Das ist eine Region, die unter islamischer Herrschaft steht, die formell auch nach islamischem Recht regiert werden muss. Und wenn eine von den Regionen Splitter nicht mehr unter muslimischer Herrschaft sind, zum Beispiel durch Europäer, dann muss diese Region zurückerobert werden, koste es, was es wolle. Und das ist von uns sehr problematisch. Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum Israel bekämpft wird, aber auch Kaschmir ein Problem ist und weitere Regionen, auch Spanien, Griechenland, all diese Regionen sind potenziell rückeroberungswürdig und sie müssen zurückerobert werden. Aktuelle Gruppierungen konkurrieren um diese Rückeroberung mit verschiedensten Mitteln, unter anderem mit technologischen Mitteln, die sie eigentlich nicht nutzen würden, wenn sie nicht müssten, weil es haram ist, aber auf der anderen Seite auch innerhalb einer Brutalität, die massiv zu, die wir heute zum Beispiel in Afghanistan sehen. Welche Gruppen konkurrieren um dieses Ziel, warum und wie kann man sie voneinander unterscheiden, auch was die Ideologien und die Ziele angeht? Es gibt einen wesentlichen Punkt, den wir mit dem Erstarken des IS bisher noch nicht hatten. Kurzum, es gab eine Gruppierung, die war sehr bedeutend über die Jahre 1928 entstanden in Ägypten, die Muslimbruderschaft al-Abana. Diese war primär nicht unbedingt radikal, aber die Idee war, man muss die Menschen erziehen, wieder gute Muslime zu werden. Das ging über soziale Angelegenheiten, über Schulen, über Krankenhäuser. Das machen sie auch noch heute perfekt. Muslimbrüder sind sehr aktiv in Europa und wurden aber in der muslimischen Welt bekämpft, weil sie erneut gesagt haben, die Herrscher, auch wenn sie Muslime sind, wenn sie nicht muslimisch agieren, müssen sie gestürzt werden. Eine andere Gruppe, sogenannten Mujahirun, die Auswanderer, haben etwas anderes gemacht. Und gesagt, nein, die ganze Gesellschaft ist ungläubig. Sie sind ausgewandert, sie gingen in den Untergrund. Und
Schritt für Schritt haben sich dort massiv radikalisiert und sie haben gesagt, jetzt kämpft man nicht mehr gegen die westlichen Kreuzritter oder gegen die Juden, jetzt sind alle, die nicht uns folgen, unsere Feinde, die müssen bekämpft werden. Das war früher eine kleine Gruppe, die haben sich in der Wüste versammelt. 1979, im Krisenjahr, haben sie die große Moschee in Mekka angegriffen, was dazu führt, dass die Wahhabiten, Saudi-Arabien, waren geschockt. Die haben nicht gerechnet, dass das passieren würde, woraufhin sie ihre Propaganda eingesetzt haben. Aber Fakt ist, diese Auswanderer, diese Untergrundkämpfer, haben sich mit dem IS, das bis wirklich grob umrundet, perfektioniert. Und sie haben etwas getan, was davor keine einzige Organisation, islamistische Organisation, jemals getan hatte. Sie haben ein Land erobert, ein großes Land, und sie haben das Kalifat ausgerufen. Das gab es nicht. Wir müssen verstehen, mit Atatürk, der das Osmanische Reich formell abgeschafft hat, der das Sultanat abgeschafft hat und das Kalifat abgeschafft hat, fehlt die oberste Instanz, die in der muslimischen Welt notwendig ist. Die muslimische Welt sucht noch heute den Kalifen. Und der IS hat das komplett über den Haufen geworfen, sagt, es ist uns egal, was die Gelehrten sagen, es ist egal, was sagen, wir bestimmen jetzt, wie das gemacht wird. Sie haben ihren Anführer zum Kalifen ernannt, was die ganze muslimische Welt abgelehnt hat. Aber sie haben gesagt, wer nicht für uns ist, den bekämpfen wir. In der Folge hatten wir einen innerislamischen Konflikt, der heute noch tobt, wie zum Beispiel in Afghanistan, zwischen IS, Al-Qaida, Taliban, was aber auch wiederum natürlich die Situation in Europa beeinflusst, im Westen in der Gänze. Das Interessante dabei ist, dass diese Konflikte letzten Endes sich westlicher Technologien bemächtigten, wie zum Beispiel im medialen Raum, aber auch im kriegerischen Raum. Und das führte letzten Endes zu einer Digitalisierung, zu einer Technisierung dieser Konflikte, was wiederum eine Herausforderung für die westliche Welt ist. Und hier kommen wir schon zum Thema Hybrid Warfare, digitaler asymmetrischer Konflikt und eine Entwicklung, die eventuell aus dem westlichen Blickwinkel betrachtet, zumindest aus dem Blickwinkel Mitteleuropas, vielleicht nicht die Wertschätzung erfährt, die sie erfahren sollte. Christian. Simon, herzlichen Dank. Nun, also man muss vielleicht zunächst mal eine Art Einordnung des Begriffes vornehmen. Die meisten verstehen darunter Unterschiedliches, das muss man zunächst auch einmal deutlich machen. Und es herrschen auch keine allgemeingültigen oder, sage ich mal, überall gleich anerkannten Definitionen dieses Begriffes. Hybrid Warfare wurde geprägt in der akademischen Welt durch das Vorgehen Russlands auf der Krim und in der Ostukraine. Letztlich ist das aber kein neues Phänomen. Das muss man zu Beginn auch mal feststellen. Diese Art der Konflikte oder diese Art der Kriegführung wurde bereits von Athen und Sparta eingesetzt in der Antike. Zwar unter anderen Vorzeichen, aber durchaus mit ähnlichen Methoden. Warum ist das jetzt neu oder warum wird das als neu wahrgenommen? Ganz einfach, weil globale gesellschaftliche Megatrends wie die Digitalisierung, wie die Globalisierung, die zunehmende Verengung von Zeit und Raum global dem Ganzen eine neue Intensität und eine neue Macht verleihen in der Bilddarstellung. Das ist die Wahrnehmung, die wir haben. Letztlich geht es darum, sämtliche gesellschaftlichen Mittel, die einem Angreifer zur Verfügung stehen, für einen einzigen Zweck zu mobilisieren. Das reicht von Propaganda in sozialen Netzwerken über Instrumentalisierung von Minderheiten vor Ort, zielgerichtete Vertreibungen, bewusste Völkerrechtsverletzungen bis hin zum Einsatz klassischer, in Anführungszeichen klassischer militärischer Mittel. Was jetzt deutlich wurde durch den Drohnenangriff, den die USA als unmittelbare Reaktion auf die Anschläge in Kabul durchgeführt haben, zeigt, dass dort auch der Trend dieser Art von Kriegsführung hingeht. Also die unbemannte indirekte Komponente in Konflikten wird in Zukunft massivst zunehmen. Ich will gar nicht sagen, dass klassische Luftschläge oder klassische Spezialkräfteoperationen davon künftig nicht mehr berührt sein werden, die wird es weiterhin geben. Aber der Trend wird dahin gehen, Konflikte unterhalb einer gewissen Wahrnehmungsschwelle zu führen, zumindest von Seiten westlicher Staaten, um darauf möglichst wenig internationalen Gegendruck auch zu bekommen, um das besser zu kaschieren, um aber trotzdem seine Interessen entsprechend durchsetzen zu können im internationalen Rahmen. Kann man von einem Wettbewerb der Technologien sprechen? Das kann man.
Eindeutig. Bereits jetzt zeichnen sich die zukünftigen Technologien oder die zukünftigen Technologiefelder in diesem Bereich ab. Wir reden hier von Big Data, wir reden von unbemannten Systemen, wir reden von Cyberverteidigung, wir reden aber auch von dem ganzen Bereich Augmented Reality, wir reden von den Bereichen Unmanned Teaming, auch Human Performance Enhancement ist eine wichtige Technologie in diesem Bereich, die für das, sage ich mal, leere oder menschenleere Schlachtfeld in Zukunft eine große Bedeutung haben wird. Und das Ganze reicht natürlich bis in den digitalen, in den Cyberraum, und da kommen wir dann auch, sage ich mal, in die Bereiche, wo es für die Dschihadisten und wo es für Terrorgruppen und so weiter interessant wird. Denn abgesehen von starken Narrativen, die dadurch verbreitet werden können und auch einzelne Radikalisierungen in westlichen Gesellschaften auslösen können, sprechen wir davon, dass solche Gruppierungen auf diese Art und Weise auch viel Geld verdienen können. Sei es durch illegale Kryptoaktivitäten, sei es durch Erpressung, digitales Hacking und so weiter. Also die in diesen Technologien in den Hintergrund zu geraten, heißt Gestaltungsmacht im internationalen System einzubüßen. Florian, Technologien, wir geraten im Hintergrund. Terroristen bewaffnen sich mit den allerneuesten Möglichkeiten, uns anzugreifen. Die Definition von Krieg unterscheidet sich im Verhältnis zu einer bipolaren Welt, wie sie früher war. Heute führen wir nicht Krieg gegen einen Staat, sondern gegen Terrororganisationen, die kein Problem damit haben, westliche Technologie zu nutzen, um uns in unseren eigenen Waffen zu schlagen. Wenn wir die Zukunft Europas und Deutschlands betrachten, was die technologische Entwicklung angeht, Digitalisierung, Kriegsführung, wir haben gerade ein Thema gehört, Bewaffnung von Drohnen und ähnliches. Wie gut ist Europa, wie gut ist Deutschland auf diesen zukünftigen Konflikt vorbereitet und wie können wir zukünftig die Bürger und Bürgerinnen Europas schützen? Die sicherheits- und außenpolitische Lage ist in der Tat wesentlich unübersichtlicher, wie das vielleicht nur zu Zeiten des Kalten Krieges war. Diese hybriden Kriegsführungen stellen uns auch als in der Politik, als Politiker unter völlig neuen Herausforderungen. Es ist entscheidend, dass wir exakt diesen Wettbewerb der Technologien am Ende auch gewinnen. Eingebettet in diesem westlichen Wertefundament haben wir natürlich nicht all die Möglichkeiten, die vielleicht andere, auch Despoten, nutzen. Wir müssen eben auf diesem demokratischen Boden unsere technischen Möglichkeiten dementsprechend auch einsetzen. Wir haben von Seiten der CDU-CSU im Bundestag mittlerweile 8 Jahre einen teilweise sehr erbittert geführten Kampf, eine Debatte um bewaffnete Drohnen geführt. In den Koalitionsvereinbarungen mit den Sozialdemokraten 2017 und Anfang 2018 haben wir vereinbart, eben auch aufgrund der Verantwortung unserer Soldatinnen und Soldaten im Kampfeinsatz, die am Ende ihr Leben riskieren für die Sicherheit Deutschlands, alles zu tun, um sie bestmöglichst zu schützen. Ein Element zu diesem bestmöglichsten Schutz sind die bewaffneten Drohnen. Darum haben wir uns sehr stark dafür eingesetzt, für die Eurodrohne, damit sich Deutschland in diesem Bereich stärker engagiert und am Ende auch diese Möglichkeiten im Einsatz zum Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten auch gewährleisten kann. Leider wurde kurz vor knapp einem halben Jahr, das von den Sozialdemokraten jetzt nochmals in einer Debatte geführt. Sie haben gesagt, sie sind noch nicht so weit, das zu entscheiden und möchten auch strategisch diese jetzt nach der Bundestagswahl verschieben, mit der Gefahr der völlig veränderten Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Wir laufen Gefahr, wieder notwendige Zeit zu verlieren, die am Ende notwendig wäre, unsere Soldatinnen und Soldaten im Kampfeinsatz zu schützen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr fahrlässig, grob unsolidarisch und aus meiner Sicht auch völlig unverantwortlich unserer Bundeswehr und unseren Einsatzkräften vor Ort. Unter der aktuellen Situation in Afghanistan, den Schlag der Amerikaner gegen den IS betrachtend mit einer bewaffneten Drohne, klingt diese Debatte, die ja mit den Sozialdemokraten ein bisschen paradox. Auf was fußte das Ganze? Was war die Argumentation der SPD und wie würde sie heute nach Afghanistan entscheiden? Ja, wir führen diese Debatte wahnsinnig ideologisch, sehr, sehr humanistisch.
Obwohl das alle Fragen in diesem Bereich geklärt waren, man muss sich vorstellen, 8 Jahre intensivst mit Gremien, die sich auch mit religiösen Fragen, mit Fragen, was ist erlaubt im Kampfeinsatz, beschäftigt haben. Wir haben auch gerade auf diese Voraussetzungen reagiert. Also wie ist die Linien- und die Strategieführung der Drohneneinsätze mit zum Beispiel auch der Führungsverantwortung und da auch der Absegnung von weiteren Führungsstrukturen, um keine Einsätze am Ende zu riskieren, die womöglich nicht abgesegnet werden. Also das heißt, man hat hier wirklich ein dichtes Netz an Möglichkeiten geschaffen, um eben auch wirklich sicherzugehen, dass da alles am Ende ja auch glatt läuft. Und es ist schade, dass stärker die Ideologie in den Vordergrund gestellt wurde, letztlich auch Fragen vielleicht des Pazifismus und weniger die Frage des Schutzes der Kampfeinsätze und beziehungsweise auch der Verfolgung unserer eigenen Ziele, die eben ja am Ende auf die Werteorientierung der westlichen Welt, auf unsere demokratische Grundordnung basieren. Und es ist sehr, sehr schade, dass man am Ende eigentlich die Zielmarke völlig außer Augen verliert und letztendlich sehr, sehr ideologische Debatten sich darin verliert. Max, wie reagieren eigentlich Terrororganisationen auf die Ideologie des Westens, Deutschlands, innerhalb dieses humanistischen Denkens, wenn es um Auseinandersetzungen geht? Naja, also diese Debatte, die wir gerade hier gehört haben, die nützt ihnen total. Die finden das natürlich absolut großartig, weil sie präsentieren sich dann als die ihnen das bessere Angebot liefern. Fakt ist, sie sagen ganz klar in ihrer Ideologie und ihrer Propaganda, dass der Westen ist ein moralisch absolut dermaßen am Boden liegender Kulturkreis, dem quasi nur noch der Islam helfen kann, aber selbstverständlich ihr Islam. Also sie nutzen das dankenswerterweise aus, auch gerade nicht unbedingt terroristische Organisationen, sondern islamistische Gruppierungen, die wir heute als politischen Islam oder als legalistischen Islam bezeichnen würden, die erschweren die Debatte natürlich massiv. Wir haben dieses Phänomen sehr stark in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas, wo die Debatte über radikale Muslime nicht geführt werden soll. Sie wird sofort unterbunden. Also die Verbände, die wir hier sehr aktiv in Deutschland haben, sie gehen sofort juristisch gegen Kritiker vor, sie auch medial. Also die Artikel, die in der Presse verfasst werden, oder Studien, die belegen, dass es unter muslimischen Gruppierungen eine ernstzunehmende Radikalisierung gibt, wird sofort aufgegriffen mit dem Siegel, das ist eine rassistische Studie oder dieser Artikel ist rassistisch, diskriminiert per se Muslime. Und sofort finden sie ihr Publikum, bedauernswerterweise. Das erschwert natürlich die Debatte massiv, weil dadurch die Auseinandersetzung, warum die Menschen sich radikalisieren, warum vor allem Europäer, also wir reden hier auch von Menschen, die anders aus muslimischen Familien kommen, aus säkularen Familien und dann zu ihrer Religion finden, also die auch eine Art von Konversion betreiben, aber auch Menschen, die nicht aus muslimischen Familien kommen, Deutsche, Franzosen etc., die man, ich benutze das Wort jetzt mal biodeutsch nennen würde, die konvertieren zum Islam und sind dann begeisterte Muslime, das sind mit die radikalsten Leute, die mit Begeisterung auch nach Syrien gezogen sind. Und wir können das schwer analysieren, weil das so ein heißes Eisen ist, leider sehr stark ideologisch verpackt. Und das nützt Leuten von der Organisation eben auch sehr, sehr gut, weil sie, wie wir jetzt auch gesprochen haben, sie nutzen die Medien ideal dazu, um diese Leute zu erreichen. Sie kennen keine Hemmungen und sie liefern diesen Leuten, die auf dem Weg sind, sich zu radikalisieren, quasi das Material und Verbände, so wie ihre quasi Sympathisanten dieser Verbände, sie erschweren die Debatte darüber extrem. 2 kurze Punkte dazu, kurz zusammengefasst. Erster Punkt, betrachten die solche Organisationen die Ideologie des Westens A als Schwäche und B, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem syrischen Sunniten vor einigen Jahren in Syrien, als sie mir sagte, woher habt ihr diese ganzen Verrückten aus Europa her, die kommen hierher und behaupten, sie sind Muslime, sie legen eine Brutalität an den Tag, die unglaublich ist, sagte zu mir, das ist nicht mein Islam, ihr destabilisiert unsere Region, nehmt sie wieder zurück. A, wird es als Schwäche empfunden, B, wie
Wie reagieren wir darauf, reagieren auf diese immense Radikalisierung aus Europa und was sind die Hintergründe? Erstens, ja. Was wir in Europa als erstrebenswert kennen, ist der Kompromiss. In der Region, in die wir sprechen, das ist jetzt absolut nicht kulturchauvinistisch betrachtet, es ist einfach so, dass Kompromisse eher als ein Zeichen von Schwäche empfunden werden. Das hat man in einigen Regionen verstanden, in Europa eher weniger. Hier versucht man das zu erklären, dass der Dialog helfen kann. Leider wird das uns nicht wirklich, helfen, weil die Propaganda der Tat, das ist ein Element der Terroristen, die ist das bessere Argument als eine vernünftige Debatte, leider. Die zweite Frage war, was bringt die Leute dazu, sich so zu radikalisieren? Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Es sind verschiedene Faktoren. Wir müssen einerseits betrachten, dass diese Menschen keine Theologen sind. Also wir können mit jemandem, der zum IS geht, die theoretische Debatte über den Islam, über die Quellen des Islams, wir brauchen sie nicht zu führen. Der hat wahrscheinlich den Koran auch gar nicht wirklich gelesen. Das interessiert nicht. Aber für Terroristen ist es wichtig, eine Identität zu haben. Sie sind Teil einer Gruppe und sie glauben an etwas. Eine Reflexion ihrer Taten findet irgendwann nicht mehr statt. Wir müssen also die Leute davor erreichen. Es gibt Webseiten und wir müssen schauen, wer ruft das auf. Wer sind diese Leute? Und es ist egal, ob wir über Islamisten sprechen oder über Rechtsradikale. Ja, zum Beispiel diejenigen, die weltweit die Rechtsterroristen, die Attacken in Christchurch gemacht haben, oder auch in Deutschland die Attacke auf die Synagoge in Halle, das waren Leute, die sind erstens massiv isoliert, die sind sexuell sehr frustriert, das ist eigentlich ein entscheidender Punkt, und sie suchen die Schuld nicht bei sich, sondern bei irgendjemand anderem. Es ist immer jemand anderes schuld. Es ist die Gesellschaft, die verkommen ist. Die Gesellschaft nimmt ihnen die Frauen weg, sie nimmt ihnen die Perspektiven weg. Und dahinter steckt immer jemand. Meistens ist es eben so eine Figur, die man als jüdisch bezeichnet. Das kommt auch immer hinzu. Das haben sie alle gemeinsam. Und sie suchen einen Ausweg daraus. Sie finden etwas, sie greifen das auf, ob es jetzt der IS-Islam ist oder eine rechtsextremistische Struktur. Und als nächstes kommt der Kampf. Es kommt die Befreiung von dieser Last, aus dieser Situation. Und da müssen wir dringend das auffangen. Wir müssen dringend die Chats durchlesen, die Blogs, wo sich diese Leute finden und wie sie argumentieren. Und wenn wir da aufgreifen, können wir eine Prävention starten. Aber sie muss ideologiefrei geführt werden. Wir müssen auch eben darüber reden, was den Leuten quasi fehlt und was die Hintergründe sein könnten. Bevor ich die Fragen an Florian richte, kurz an dich, Chris. Wir haben jetzt viel über Technologie gehört, Webseiten, Cyberwar, Cyberdschihad. Wie weit haben wir uns in Deutschland in den letzten Jahren auf diesen Konflikt digital überhaupt vorbereitet? Haben wir die Institutionen geschaffen? Haben wir überhaupt das Verständnis geschaffen, dass hier eine technologische Entwicklung notwendig ist? Ich will es mal so formulieren. Es sind Ansätze erkennbar, aber bei weitem nicht ausreichend. Die Hintergründe, wie hast du gerade aufgezählt, Simon, wir erleben keine klassisch symmetrischen Kriege mehr in dieser Art und Weise. Das 21. Jahrhundert wird geprägt sein durchgängig von asymmetrischen Konflikten, seien sie selbst zwischen staatlichen Akteuren, aber vor allem zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. Das ist bedingt durch das multipolare Weltsystem, in was wir im 21. Jahrhundert zusteuern, was dann solche Konfliktarten wie Hybrid Warfare letztlich dann auch produziert, sage ich mal, und befeuert am Ende des Tages. Dazu kommt, wir bewegen uns heute oder wir leben in einer neuen sogenannten Revolution of Military Affairs. Das bedeutet Digitalisierung, 5G, die komplette Vernetzung von Dingen und, sage ich mal, die komplette Digitalisierung der Kriegsführung bilden die nächste Stufe, um daraus eine komplett neue Facette an Möglichkeiten ableiten zu können. Allein für den Bereich Cyberwar oder für die Bereiche Informationskriegsführung sind wir in Deutschland föderal leider in meinen Augen viel zu sehr zersplittert. Die Kompetenzen liegen maßgeblich bei den einzelnen Bundesländern, die da auch nicht schlechte Arbeit machen, das will ich nicht sagen. Was ich selber habe kennenlernen dürfen,
ist, dass im Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik in Berlin die meisten Experten sitzen und die auch gute Arbeit machen. Aber es fehlt das zentrale steuernde Element irgendwo in meinen Augen. Und wichtig wäre, dass das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum beispielsweise aufgewertet wird, dass der Bund hier durchaus ein paar mehr Kompetenzen bekommt und dass wir tatsächlich das Verständnis mehr schaffen, was heutzutage digital möglich ist und was vor allem möglich ist, wenn wir terroristische Narrative betrachten, über welche Schlupflöcher, über welche Formen sie ihre Wege zu den Menschen finden können, sei es über personalisierte Pop-Werbung mal beispielsweise was sein kann. Wir reden von Deepfakes, wir reden von Möglichkeiten, wie Entscheidungen ganz bewusst manipuliert werden können. Und dazu braucht es nicht mal, es braucht schon Fachwissen, aber es braucht auch keine Raketenwissenschaft dafür. Florian, die Sichtweise gegenüber der Demokratie des Westens wird dadurch untermauert, dass Menschen im Nahen Osten oder in Asien oder auch in anderen Regionen dieser Welt die westliche Demokratie als schwach betrachten und dementsprechend Ansatzpunkte finden, um sie in den sozialen Medien zum Beispiel zu konterkarieren, Menschen hier zu beeinflussen. Ist die Demokratie schwach, wie wir sie kennen? Entscheidend ist, was wir am Ende aus der Demokratie machen. Ich habe an Max seinen Einwand und auch seine Bemerkung sehr, sehr entscheidend empfunden. Dass selbst eine Problematik, selbst in unserer westlichen Welt, ist, dass von vielen Kreisen der Kompromiss mittlerweile auch als Schwäche betrachtet wird. Man stellt sich auch in der politischen Führung klare Positionen, unmissverständliche Leitlinien am Ende auch vor. Und wir müssen alles daran legen, eben genau diese klare Kante, diese klaren Positionen auch zu liefern. In den Ausführungen von Chris wurde es deutlich, wo unsere Herausforderungen sind. 16 Bundesländer, ein Bundesgebiet, oft sehr zergliederte Entscheidungsstrukturen, oft sehr zersplitterte Interessenslagen und im Cyberabwehrzentrum. Gerade das, was die internationale Terrorismusbekämpfung anbelangt, brauchen wir eine stärkere Zentralisierung der Kräfte, auch eine bessere Vernetzung der Informationen und Nachrichtendienste. Und das ist der entscheidende Punkt. Da haben wir in der Tat wahnsinnig starken Optimierungsbedarf. Wenn uns das gelänge, dann wäre auch die Demokratie aus meiner Sicht wesentlich wehrhafter. Dann würde auch aus meiner Sicht auch die Akzeptanz einer starken Demokratie, am Ende auch eines starken Staates, der seine Grundwerte verteidigt, das ist der entscheidende Punkt, am Ende auch wieder deutlicher. Das muss uns am Ende gelingen. Und ich denke, das sind wir auch am Ende unseren Bürgerinnen und Bürgern auch schuldig. Aber hier kommen wir zu einem weiteren Aspekt, der letzten Endes eine Rolle spielt, unabhängig davon, wie wir uns im Bereich der Cyberabwehr aufstellen. Bildung müssten wir nicht damit beginnen, eigentlich von der Grundschule an bereits zu sensibilisieren, wenn es um Fake News geht, um die Verbreitung von Verschwörungstheorien und ähnliches, um den Bürger letzten Endes auf die neue Situation vorzubereiten. Haben wir hier Fehler gemacht? Haben wir hier nicht rechtzeitig reagiert im Bildungssystem? Exakt richtig. Es beginnt in der Tat schon im Bildungsbereich. Wir müssen hier stärker aufklären, welche in Anführungszeichen Verführungen auch in den Netzwerken in der Tat vonstatten gehen können. Man merkt es auch gerade im Jugendbereich, dass hier sehr starke Radikalisierung auch teilweise zu spüren ist, was zum Beispiel sowohl Links- als auch Rechtsextremismus bei uns im Land erkennbar ist. Und gerade als Jugendlicher, wo man vielleicht noch nicht so stark verortet ist, ist diese Gefahr der Radikalisierung natürlich noch viel stärker ausgeprägt. Wir müssen stärker in die politische Aufklärung gehen. Wir haben tatsächlich im Bildungsbereich auch wieder eine sehr starke Zergliederung unter den Ländern. Bildungsfragen sind erstmal primär Länderfragen bei uns in Deutschland. Das macht es uns schwieriger, eine klare bundespolitische Strategie zu geben. Aber gerade die Herausforderung, jetzt in den Lehrplänen darauf zu reagieren, politische Bildung, Sozialkundeunterricht wieder stärker zu forcieren, nicht erst ab der 10. Klasse, sondern wirklich eher damit zu beginnen, was bedeutet Demokratie, was bedeutet westliches Wertefundament. Es ist für viele noch ein Buch mit 7 Siegeln, selbst wenn man 16 Jahre alt ist, in der 10. Klasse eines Gymnasiums ist, das ist dann schon fast ein Stück weit Armutszeugnis
für unseren Bildungsstandort Deutschland. Auch da haben wir noch zwar keine Kenntnisprobleme mehr, Gott sei Dank. Ich glaube, alle Bildungsminister Deutschlands sind sich einig, dass wir stärker in die politische Bildung gehen müssen. Jetzt sind wir gerade in der Umsetzung, ist ein entscheidender Punkt. Und am Ende vielleicht noch ein Punkt zusätzlich. Am Ende wird es auch immer mit viel monetären Mitteln, mit Geldmitteln verbunden sein. Für mich als Haushalt ist entscheidend, dass wir gerade auch hier Prioritäten setzen. Sowohl im Bildungsbereich, aber natürlich auch im verteidigungspolitischen Haushalt. Bei uns im Bundeshaushalt im Einzelplan 14. Wir haben die klare Maßgabe, 2% NATO-Ziele, 2% des BIPs für Verteidigungsausgaben auszugeben. Wir haben mittlerweile die Investitionslinie, wie ich mal vormals begonnen habe, von Anfang 30 Milliarden mittlerweile auf den Haushalt 2022 auf über 50 Milliarden für den Verteidigungshaushalt hochgefahren. Es ist noch nicht der letzte Schritt, aber der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und aus meiner Sicht sollten wir so auch weitermachen. Max, Thema Bildung, Entwicklung und letzten Endes die Differenzen, die wir haben. Heute sehen wir die Taliban, die in den sozialen Medien aktiv sind, die sich darstellen als die guten Taliban, die gegen den IS kämpfen und ähnliches. Sind die Taliban weiter als unser Bildungssystem hier, was das angeht? Also erstmal muss man sagen, warum bekämpfen sich eigentlich Terroristen, die sich quasi ähnlich sein sollten? Fakt ist, die Taliban sind noch stärker ein regionales Phänomen und sie haben, als der IS einen Höhepunkt erreicht hatte, den IS die Treue, anders als zum Beispiel Boko Haram in Nigeria oder Abu Sayyaf in den Philippinen, nicht die Treue geschworen. Auch die Hamas hat ihnen nicht die Treue geschworen, sie wollten ein Bündnis. Der IS hat gesagt, entweder ihr unterstützt, unterwerft euch uns und folgt unserem Kalifen oder ihr seid unsere Feinde. Also das ist auch ein entscheidender Punkt, denn die IS wollte die pure Dominanz über dieses Themenfeld. Bevor ich aber die Frage beantworte, noch ein wirklich wichtiges Thema zur Demokratie auch in diesen Regionen. Also man muss immer sagen, Afghanistan ist ein bisschen die Peripherie mit Europa. Die ganze muslimische Welt ist kein einheitlicher Block, das sind verschiedene Länder, verschiedene Staaten und komplett verschiedene Gesellschaften, die sich sehr unterschiedlich entwickeln. Es gibt Länder, die versuchen die Demokratie und sogar mit Begeisterung. Wir haben das in Tunesien, sehen wir das sehr stark. Auch in Ägypten ist es stabil, obwohl es ist eine Militärdiktatur, ja. Aber dort versucht man eben das Konzept der Demokratie aufrechtzuerhalten. Wo ist das Problem? Dieses Konzept der Demokratie beinhaltet auch etwas, was in der muslimischen Welt nicht existiert, nämlich ein Konzept des Säkularismus. Die Trennung von Staat, von der weltlichen Macht und der Religion, der geistigen Macht, das kennt man im Islam eigentlich nicht. Das ist im Islam niemals gegeben. Übrigens auch eigentlich im Judentum ursprünglich nicht, das ist erst später hinzugekommen. Bei der historischen Entwicklung, wo man gesehen hat, man muss diese Trennung vornehmen. Daher dieser Gedanke, man kann Demokratie einfach dahin bringen. Ja, es ist irgendwo möglich, wenn es eine gewisse Gruppe von Menschen gibt, und es gibt diese Länder, es gab sie auch in Afghanistan. Aber für viele Leute dort, und das ist kein Vorwurf an die Leute, war es etwas Abstraktes. Sie haben das nicht vorstellen können, wie kann ein Staat nicht auf den Islam beruhen. Das funktioniert nicht. Und die Muslimbrüder, die wir erwähnt haben, die kämpfen dafür. Die Taliban auch, das ist ein Ableger der Muslimbrüderschaft im indischen Subkontinent. Die haben auch gesagt, wir haben das Konzept. Natürlich, der Staat muss muslimisch sein. Und es gab Studien, die gesagt haben, die herausgefunden haben, dass die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung die Scharia als Grundlage haben wollten. Aber für eine demokratische Gesellschaft ist das nicht möglich. Staaten wie die Islamische Republik Iran, die Islamische Republik Gambien, das sind Paradoxen. Eine Republik kann nicht islamisch sein. Das ist absurd. Denn eine Republik gilt alle. Das Publikum betrifft alle Menschen und muss sie alle gleich einschließen. Wenn ein Staat auf religiösen Wertsystemen, auf religiösen Gesetzen beruht, ist es Diskriminierung per se von Minderheiten. Und am Rande auch noch eine Notiz, die man oft vergisst, wenn man über Israel spricht, und den ersten jüdischen Staat. Nein, das ist ein Staat mit einer jüdischen Mehrheit, aber die Gesetze sind säkular. Und das ist auch eine Debatte dort, will man einen jüdischen Staat, wäre problematisch, weil dann gehen wir in die Frage der Rechte und von Nicht-Jüden, also quasi Minderheiten. Auch für Europa war das relevant, weswegen sich Europa säkularisierte, also die Kirche als Macht im Staat verdrängte. Das war die
Das war ein Anliegen von Napoleon und später dann auch noch in Deutschland. Wir müssen das eigentlich, genau diese Aspekte müssen wir lehren, auch hier. Weil, und da komme ich zurück auf diese Verbände, mit denen der Staat in Deutschland oftmals kooperiert. Das sind die Muslimbrüder. Das sind die mit den Muslimbrüdern, die in der Türkei den Staat umgeformt haben zu einem religiösen Staat, die wollen das in Deutschland auch machen. Und wenn wir sagen, wir können mit denen kooperieren, weil wir Ansprechpartner in der muslimischen Gesellschaft in Deutschland brauchen, was richtig ist, was gut ist, aber dann muss man neue Verbände erschaffen und man kann nicht mit Leuten kooperieren, die TIP angehören zum Beispiel, die in Hamburg eine Filiale des iranischen Regimes sind. Das sind keine Partner. Kurz zusammengefasst, mit welchen Partnern können wir diese Diskrepanz ausfüllen hier in Deutschland, um im Bildungssystem dem entgegenzuwirken, auf der digitalen Ebene, aber auch auf der analogen Ebene? Also wir brauchen auf jeden Fall Partner, die auf den Grundrechten, die auf dem Grundgesetz stehen, die das Grundgesetz akzeptieren und diese Trennung vornehmen. Es gibt diese Akteure, es gibt diese Leute in Deutschland, die stehen unter Polizeischutz, weil sie Morddrohungen bekommen. Das sind säkulare Menschen muslimischen Ursprungs, aber auch Muslime, die einen liberalen Islam, einen neuen Islam fordern, gibt es auch in Frankreich, in Großbritannien, sagen, dass man diesen Weg gehen muss, um diese Integration, um den gesellschaftlichen Frieden zu bewahren. Diese Leute muss der Staat ansprechen. Und man muss ein Wertesystem in Schulen auch haben, wo viele Kinder aus Migrationshintergrund sind, muslimisch sozialisiert. Man muss ihnen erklären, was ist das Wertesystem. Sie können Muslime bleiben, sie müssen den Islam nicht ablegen. Übrigens, wir können aber auch sagen, sie haben aber das Recht dazu. In Deutschland hat man das Recht, keine Religion zu haben und das muss man verteidigen. Es kann nicht sein, dass ein religiöser Druck herrscht an Schulen oder an Kindergärten. Das müssen wir strengstens unterbinden. Wer religiös sein will, kann, muss aber nicht. Wichtig auch für Menschen, die geflüchtet sind, herkommen. Und dann sagen, ja, aber jetzt wollen wir hier einen konservativen Islam. Muss man sagen, Moment, ohne Druck. Fakt ist, man muss hier eben ansetzen. Plus auch eine digitale Initiative, mehr die erklären, was sind die Vorteile an Demokratie? Was sind die Vorteile unserer Gesellschaft? Weil sonst gehen wir gegen die Propagandavideos von Organisationen wie dem IS, die einfach Computerspiele rekonstruieren und sagen, das ist so cool. Mhm. Ja, kommt zu uns, wir haben das Beste, ihr könnt es euch ausleben. Hier seid ihr jemand, dort seid ihr niemand. Wir müssen sagen, nein, ihr seid hier jemand, nicht dort. Damit kommen wir zum Thema Wertesysteme und Konflikt innerhalb der Wertesysteme. Wenn wir heute das Thema Hybrid Warfare angehen, kann man sagen, dass wir im Bereich der hybriden Kriegsführung eigentlich einen Konflikt der Wertesysteme auf hochtechnologischer Ebene haben? Ein Konflikt der Wertesysteme, ja. Auch, ich sage mal, mit technologischen Mitteln. Ich glaube, die eigentliche Frage, die wir uns ja hier stellen müssen, welche Einstellung oder welche strategische Einstellung nehmen wir uns hier als Deutschland vor, wenn wir künftig mit solchen Konflikten oder auch mit diesem Wettbewerb in den Werten konfrontiert sind? Letztlich kommen wir nicht ohnehin, eine schonungslose, realistische Analyse zu machen von dem, was möglich ist, was wir wollen und was auch genau diese kulturellen Spezifika berücksichtigt, die Max erwähnt hat. Das muss Teil unseres gesamtstaatlichen Ansatzes sein in dieser Form. Ich will auch sagen, wir brauchen letztlich eine Gesamtstrategie in diesem Land, sprich eine Überarbeitung des Weißbuches. Und angesichts dieser beschriebenen Tatsachen ist es dafür auch notwendig, vielleicht, dass wir den Schulterschluss mit anderen Ländern suchen, die da weitaus mehr Erfahrung bereits haben wie wir. Auch was, sage ich mal, die Integration unterschiedlicher Wertvorstellungen angeht, seien das jetzt Länder wie Frankreich, wie Großbritannien, Spanien und so weiter. Das bedingt aber auch, dass wir uns ein bisschen mehr an den strategischen Kulturen dieser Länder wiederum, ich will nicht sagen, dass wir die übernehmen müssen, aber dass wir uns daran orientieren. Florian, eine provokante Frage. Welches Wertesystem gilt es zu verteidigen? Warum sollte ich als Migrant, der einer Stammeskultur angehört, deinem Wertesystem, eurem Wertesystem folgen, wenn es doch so schwach nach außen interpretiert wird und
in der Folge, das haben wir bei Sykes-Picot gesehen, letzten Endes ihr selber, provokant gefragt, die Werte verraten habt, die ihr letzten Endes den Menschen zugesagt habt, versprochen habt, angefangen von Sykes-Picot bis hin heute in Afghanistan. Was soll mich dazu bewegen, diese Werte anzuerkennen? Das ist die entscheidende Frage und ich denke, am Ende müssen wir uns ein Stück weit, auch als Deutsche, von einem vielleicht übertriebenen Sendungsbewusstsein trennen. Wir müssen festhalten, dass das, was wir uns auch so anstrengend wie oft Demokratie, der Dissens, die Diskussion und am Ende auch die Kompromissfindung ist, am Ende schon entscheidend ist, dass die eigene Meinungsfreiheit, die eigene Freiheit, sich das Leben gestalten zu können, am Ende unbezahlbar und am Ende auch unverhandelbar ist. Und diesen großen Wert, diesen unglaublich großen, unbezahlbaren Wert, müssen wir da stärker deutlich machen, dass es sich lohnt, auch für die Demokratie zu kämpfen, dass es sich lohnt, dafür auch am Ende einzusetzen, trotz aller vielleicht vermeintlicher Schwierigkeiten. Und dass wir in der freiheitlichen Welt, in der westlichen Welt, hier auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes am Ende auch viel Arbeit mit reingesteckt haben, dass wir heute diese freie, liberale Gesellschaft sind. Das fällt nicht vom Himmel und ist auch nicht Gott gegeben, sondern wir haben stark dafür gekämpft, auch auf deutschem Boden haben wir ganz andere politische Systeme leidlicherweise erfahren müssen. Und aus diesem Grund müssen wir sowohl auch, was die geschichtliche Sensibilität anbelangt, aber jetzt auch den Blick nach vorne, auch den Blick in die Zukunft, einfach immer wieder gegenüberstellen, welches System bietet am Ende für den Einzelnen die größte Entfaltungsfreiheit, die größten Chancen, selbst auch seine Ideen, seine Lebensweisen wirklich zu verwirklichen. Ich denke, da sind wir ungeschlagen an der Spitze, das muss stärker herausgestellt werden. Damit wird womöglich die ein oder andere vermeintliche Schwäche dann in den Hintergrund geraten. Und ich bin da felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir im gesamtgesellschaftlichen Konsens auch da wieder stärker in diese Richtung debattieren und auch uns vereinbaren, dass uns das am Ende gelingen kann. War es nicht naiv zu glauben, 20 Jahre lang, dass wir diese Werte zum Beispiel nach Afghanistan übertragen können? Und wenn wir uns heute die Situation betrachten, was erklären wir den jungen Frauen dort, denen wir 20 Jahre gesagt haben, wir sorgen dafür, dass er Frauenrechte bekommt und jetzt lassen wir sie alleine. Was bringen uns diese Werte nach außen? Selbstverständlich in der Frage Afghanistan muss man wirklich differenzieren. Zum einen haben wir sicherlich uns höhere, hehrere Ziele gesetzt, wo wir bemerkt haben, wir müssen uns natürlich, was die Stammeskultur anbelangt, was die kulturellen Fragen Afghanistan anbelangt, wesentlich stärker auseinandersetzen, um es auch zu verstehen. Dennoch würde ich nicht so weit gehen zu sagen, es waren jetzt 20 Jahre umsonst der Einsatz in Afghanistan, denn wir haben am Ende 20 Jahre Frauen und vielen Menschen in Afghanistan ein Leben ermöglicht, das jetzt unter Taliban so nicht mehr möglich sein wird. Die Frage, welche kulturellen Freiheiten, welche Fragen der Meinungsfreiheit, auch die Frage der Bildung von Frauen in den Schulen, den Mädchen in den Schulen, haben wir aus meiner Sicht gewährleistet, auch wenn jetzt vieles es scheint, wieder am Rad zurückgedreht zu werden, haben wir doch 20 Jahre aus meiner Sicht viel für Afghaninnen und Afghanen erreicht, die genau diesen Wunsch auch sehr, sehr lange gehegt haben. Aber keine Frage, ich sage das sehr, sehr selbstkritisch, wir müssen aus den Entwicklungen Afghanistans lernen, auch auf die Frage, wie gehen wir auch in zukünftigen Konflikten, die uns nicht erspart bleiben werden, wie gehen wir dann auch sowohl politisch als auch militärisch vor. Das ist aus meiner Sicht eine ganz starke Blaupause, wie man es in vielen Bereichen nicht machen darf, auch in der internationalen Staatengemeinschaft, im NATO-Verbund, auch was die Frage des europäischen Verteidigungsbündnisses anbelangt. Wir brauchen da einen wesentlich stärkeren Schulterschluss. Das sind nicht mehr nationale Fragen, sondern in der Tat Fragen der gesamten westlichen Welt. Europäischer Schulterschluss, letzten Endes bedeutet das eine europäische Wertegemeinschaft, die sich auch verteidigen muss, auf eine völlig neue Art und Weise, technologischer Natur. In welche Richtung geht das Ganze, Chris? Ich würde mal sagen, wenn man, also es gibt, man muss vielleicht an der Stelle unterscheiden zwischen einem wie auch immer gearteten Wunschziel und mehreren realistischen kleinen Zwischenschritten. Ich fange mal bei denen an. Ein gutes Beispiel ist für mich die bilaterale Rüstungskooperation, die wir mit den Niederlanden zum Beispiel haben. Ein absolutes Erfolgsbeispiel.
Es geht so weit, dass ganze Truppengattungen dem anderen Land unterstellt werden, weil man sagt, ihr habt hier wesentlich mehr Expertise, ihr habt hier wesentlich mehr Erfahrung, hier könnt ihr in den Lead gehen sozusagen. Diese bilateralen Bündnisse und Absprachen unter einem europäischen Dach und eingebettet in eine europäische Union bietet aus meiner Sicht viel mehr Potenzial wie dieses Projekt beispielsweise europäische Armee in den Fokus zu nehmen. Gleichwohl erfolgt das alles im engen Schulterschluss, wie du schon gesagt hast. Die konkrete operative Durchführung wird nach wie vor bei den einzelnen Mitgliedstaaten obliegen. Beispielsweise, wenn wir über die Einrichtung, die Verbesserung unserer Kapazität sprechen, so eine Luftbrücke schnell und effizient aufzubauen mit entsprechenden Schutz- und auch Sicherungsmaßnahmen beispielsweise, ohne die Amerikaner, ohne auch, sage ich mal, auf Zwischenbasen und so weiter angewiesen zu sein, dann muss man das runterdeklinieren. Dann braucht man gut ausgebildete Vor-Ort-Einsatzkräfte, man braucht strategische und auch taktische Transportkapazitäten, seien es schwere Transporthubschrauber, seien es schwere Transportmaschinen wie den A400M, aber auch Nachsorgung, Sanitäter vor Ort, entsprechende Logistik und so weiter. Beispielsweise, wenn so ein Strategic Airlift Hub aufgebaut werden würde, als europäische Initiative. Ansätze gab es dort auch tatsächlich bereits schon einmal. Dann wäre das eine Initiative, die nicht unbedingt über Brüssel laufen müsste tatsächlich. Es könnte flankiert werden, es könnte unter diesem Dach unterstützt werden. Aber wenn man das darüber laufen lässt, dann reden wir von keiner schnellen Lösung. Kommen wir zu den technologischen Entwicklungen. Soldatinnen oder Soldaten in den Krieg schicken oder bewaffnete Drohnen? Am Ende wahrscheinlich muss man sich beide Optionen offen halten. Aber die erste Wahl, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ich sage das ganz neutral, werden bewaffnete Drohnen sein. Ein wichtiger Punkt an der Stelle noch, Simon. Jeder hier redet auch immer über Kampfdrohnen und über bewaffnete Drohnen, Aufklärungsdrohnen, Messdrohnen und so weiter. Der ganze Bereich der unbemannten Systeme spielt eine mindestens genauso große Rolle. Das hat es übrigens auch im Konflikt um Nagorno-Bergkarabach gespielt, als der gezielte Einsatz von Kampfdrohnen, von Kamikaze-Drohnen, sogenannte Loitering Munition, aber auch von Aufklärungs- und, sage ich mal, Zielerfassungssystemen dazu geführt hat, dass dieser gute Standortvorteil, den die Armenier hatten, innerhalb weniger Tage nivelliert wurde oder ausgeschaltet wurde, sodass die Aserbaidschaner völlige Luftüberlegenheit in ihrem Gebiet hatten und letztlich die Operation so durchführen konnten, wie sie es letztlich auch gemacht haben. Diese Systeme sind bereits da. Sie fluten die jeweiligen Märkte. Es gibt verschiedene Hersteller. Die Türkei ist ein großer davon, der mittlerweile solche Waffen auch in die Ukraine liefert, muss man zum Beispiel sagen. Israel ist dort ebenfalls führend in diesem Bereich. Und was mir wichtig ist, dass man hier mitnimmt, wenn man solche Technologien sich anschaut, wird gesagt, ja, aber wir brauchen so etwas nicht. Wir brauchen Abwehrmechanismen dagegen. Das ist völlig richtig. Das sollte auch unser primäres Bestreben sein. Nur um die völlige Wirkkette zu verstehen, solcher Systeme, muss man sich solche Systeme im Einsatz auch anschauen. Aber die Einsatzbedingungen, die können wir selber regeln, anhand der Werte, die wir haben. Max, gehen wir in eine Richtung, die letzten Endes den europäischen westlichen Wertekern isoliert und klare Blöcke definiert, unterstützt durch Hochtechnologie, wie du es mal erwähnt hast. Napoleon zog in Ägypten ein und die islamische Welt fühlte sich erniedrigt durch eine Technologie, die sie nicht beherrschten. Ja, sie fühlten sich erniedrigt, aber es gab auch die Debatte, soll man die Technik nutzen? Davor gab es schon mehrere Szenarien, wo die osmanische Admiralität, die gegen die katholische Liga verloren hat auf der See, haben angemerkt, dass die Europäer mit den Galionen viel, viel effektivere Schiffe haben. Die Gelehrten meinten, das ist Haram, das können wir nicht annehmen von den Europäern. Das hat sich jetzt gewandelt. Das haben die Terroristen zum Beispiel sehr gut erkannt, dass die Ungläubigen in ihrer Sprache eigentlich tolle Sachen liefern und soll man nutzen. Ich kann Ihnen nur beistellen, also ich kann jetzt nicht sagen, was sein wird. Wir wissen alle nicht, was passieren wird. Aber Fakt ist,
die Aufrüstung von Staaten mit problematischen politischen Ausrichtungen, die nimmt zu. Und diese Staaten werden Gamechanger sein. Neben dem, was wir gehört haben, im Kaukasus mit Nagorno-Karabach, haben wir es von Libyen erlebt, wo die Armeen von General Haftar fast Tripolis eingenommen haben, bis die Türkei angegriffen hat und mit Drohnen ihn zurückgeschlagen hat. Die dortige Regierung, die auch teilweise von europäischen Staaten unterstützt wird, gehört auch den Muslimbrüdern an, ist also von der Türkei mit Wohlwollen aufgenommen worden und hat von der Türkei auch die Unterstützung bekommen. Wenn wir überlegen, welche anderen Staaten noch auf diese Richtung investieren werden, wie China, letztendlich auch Russland, reicht es nicht aus, wenn wir einfach sagen, das geht uns nichts an und wir installieren nur ein paar Abwehrmechanismen, sondern eigentlich muss man hier leider Vorreiter sein. Es hört sich an wie eine neue Aufrüstungsdebatte. Wie gesagt, wir finden sie eigentlich gut. Ich verstehe es auch, aber so ist nun mal die Realpolitik. Solange Staaten das kontrollieren, haben wir vielleicht noch eine Chance. Sobald Terroristen mit Drohnen ankommen, wird es zappendüster, leider. Wir sind fast am Ende unserer Diskussionsrunde und dahingehend stellt sich eine Frage und ich möchte euch allen diese Frage stellen. In Anbetracht dessen, was wir gehört haben, der Komplexität und der Sichtweise, frage ich mich als Bürger, Bürgerin der EU, wie zukünftig meine Sicherheit dementsprechend geschützt wird, der Friede und der Wohlstand in einem hochgradig technisierten und asymmetrischen Konflikt. Wie geht der Westen zukünftig mit seinen Werten, seiner Situation um im Umgang mit anderen Regionen, die uns feindlich gegenüberstehen? Florian. Ich denke, wir müssen all diese technischen Möglichkeiten in der Tat nutzen. Man darf auch nicht übersehen, wie schwer es uns am Ende, zumindest den pragmatischen Parteien im Deutschen Bundestag, fällt, Bundeswehrsoldaten in die Einsatzgebiete zu schicken. Ob das vormals Afghanistan war, Mali und zahlreiche Einsätze auf dieser Welt, wo wir natürlich versuchen, hier bessere Verhältnisse vor Ort auch umsetzen zu können. Aber am Ende ist entscheidend, tun wir alles daran, als deutsche, als europäische Gesellschaft, als westliche Wertegemeinschaft, tun wir alles auch dafür, dass diese Soldatinnen und Soldaten im Einsatz auch geschützt werden. Das sind Aufklärungsdrohnen, das sind bewaffnete Drohnen, das sind all diese technischen Möglichkeiten, die ja in vielen Streitkräften vieler Länder bereits schon längst Niedergang gefunden haben. Ich bin da ganz bei Max, der sagt, wir brauchen da keine neue Aufrüstungsdebatte. Nein. Die Frage wird sich am Ende stellen, können wir unsere Demokratie wehrhaft verteidigen auf demselben Level, vielleicht noch am besten Level, das wäre noch besser, als die Terroristen, als diejenigen Despoten, als diejenigen Staaten, die eben unsere westlichen Demokratien auch angreifen, von innen und von außen, über die Medien. Das muss uns am Ende gelingen. Wenn wir wehrhaft bleiben wollen, müssen wir darauf klar und konkret reagieren. Sonntagsdebatten werden uns am Ende hier keinen Schritt vorwärts bringen. Am Ende bringen nur harte Fakten und am Ende auch Ausrüstungsfragen. Am Ende auch die Frage, sind wir bereit, auch am Ende diese Auseinandersetzung auch einzugehen und auch am Ende zum Schutz unserer eigenen Soldaten, die am Ende ja letztlich unsere Sicherheit und eben die Freiheit, Simon, von der du gesprochen hast, verteidigen. Das ist unser höchstes Gut. Und das ist auch, ich kann es nur nochmals unterstreichen, es ist auch wert, alles dafür zu tun, diese unbezahlbaren Freiheiten in unserem Land zu verteidigen. Christian. Ich kann mich Florian da eigentlich nur anschließen, was er gesagt hat. Der zentrale Aspekt wird die Wehrhaftigkeit sein, unserer Gesellschaft und auch unserer Demokratie, um den Wohlstand und die Sicherheit, die du angesprochen hast, künftig in einem Wettbewerb der Systeme auch zu sichern. In diesem Systemwettbewerb sind wir, du hast China angesprochen, völlig zu Recht, und wir dürfen uns hier auch keine Illusionen machen. Das ist ein zukünftiger ökonomischer und geopolitischer Rivale. Das Ende der Seidenstraße ist im Hamburger Hafen. Ja, das dürfen wir alle nicht vergessen an dieser Stelle. Aber wir haben die Möglichkeit, einen Gegennarrativ zu schaffen. Wir haben, Ideologie ist so ein aufgeladenes Wort, ja, aber letztlich eine Gegenideologie zu schaffen oder auch eine gewisse Weltsicht, sage ich mal, die unser europäisches Modell als wehrhaft charakterisiert, aber auch als Garant für Wohlstand. Das geht aber nur, wenn wir uns technologischen Trends nicht verschließen,
diese annehmen, diese fördern und versuchen, sage ich mal, vor die Lage zu kommen. Max. Dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig. Und da spielt auch das Innereuropäische eine wichtige Rolle, die Zusammenarbeit, die Bilateralen, eine gesamteuropäische Digitalisierung. Es gibt Staaten, die sehr weit sind, die baltischen Staaten. Dort fängt man schon in der Grundschule an, Computer zu lernen, Programmieren zu lernen. Das muss auch hier in Deutschland passieren, weitreichend. Wir müssen hier auch die Bildungspläne komplett umstellen. Wertekanon lernen, Demokratie lernen, Geschichte anders lernen, nicht abgehackt, sondern in einer Linie, weil es gibt Reaktionen, Gegenreaktionen und so weiter. Alles baut aufeinander auf. Wir müssen, wie gesagt, Demokratie lernen, verschiedene Kulturen auch eben betrachten und eben ganz wichtig, auf keinen Fall sich dagegen verschließen. Es ist nun mal so, heute geht alles über Smartphones, heute geht alles über Computer. Wir werden davon nicht wegkommen, wir gehen nicht mehr zurück in die 90er. Man muss jetzt sehr schnell investieren, weil in China, über was wir sprechen, da sind die Kleinsten schon weiter als wir im Programmieren. Die kennen sich bestens aus mit neuen Systemen. Und das heißt, dort wächst eine Elite bald heran, mit dem wir nicht mehr mithalten können. Techniken, Weltraumtechnologie, wir haben die Drohnentechnologie jetzt ausführlich besprochen, das sind die Zukunftsthemen und darauf müssen wir uns sehr schnell dringend einstellen. Vom Kindergarten über Schule, Gymnasien und eben neue Berufe in diesen technologischen Branchen schaffen, aber auch die Geisteswissenschaften so fordern, dass diese Leute die auch als Berater und als Ansprechpartner fungieren können. Zum Abschluss unserer Rede ist hinzuzufügen, dass wir ja technologische Möglichkeiten nutzen, militärische Aspekte. Wir haben das in kurzer Form heute angeschnitten, soweit uns das möglich war. Aber letzten Endes müssen wir auch fragen, wem diese Technologie dient, welcher Gesellschaft und was sind wir als europäische Gesellschaft? Als europäische Gesellschaft sind wir Atheisten, Agnostiker, Muslime, Christen, Juden, Buddhisten. Wir sind Menschen, die ihre eigene sexuelle Neigung haben. Wir sind Frauen, wir sind Männer. Wir kommen aus verschiedenen Kulturen, aber letzten Endes verbindet uns ein Wertekanon. Und dieser Wertekanon sollte letzten Endes dazu dienen, um Technologie zu nutzen, um unseren eigenen Wertekanon zu verteidigen, nach außen hin. Und da werden wir noch einige hitzige Debatten führen müssen. Ja, in der Demokratie mag es schwierig sein, aber diese Demokratie bietet allen Menschen einen Freiraum, wie er nicht überall existiert. Und dieser Freiraum, diesen Freiraum, lieber Florian, gilt es zu verteidigen auf der politischen, der intellektuellen, als auch technologischen Ebene. Ich danke vielmals unseren Zuhörern, ich danke euch für den heutigen Tag. Es war sehr aufschlussreich und ich freue mich schon auf unseren nächsten Talk. Danke und auf Wiedersehen.